Shalom Aleikum. Ich bin hier am Nassauer Weg, hinter mir die Zentrale der SPD. Ich habe mich hier gerade dann mal informiert über das Wahlprogramm und verschiedene andere Geschichten. Und unter anderem geht es aber hier drum um die Zeit des Nationalsozialismus und die Rolle der SPD. Am 30. Januar 1933 der Koalitionsregierung der nationalen Konzentration mit Hitler als Reichskanzler. Am 1. Februar Auflösung des Reichstags. 6. Februar Aufhebung der Versammlung und Pressefreiheit. In der Folge nationalsozialistischer Propagandafeldzug durch Josef Goebbels und so weiter und so weiter. Dann ging es weiter. 28. Februar Notverordnung. Jetzt kommt ein LKW, aber ist egal, den schneiden wir einfach raus. So, 28. Februar die Notverordnung zum Schutz von Volk und Staat durch die Weimarer Grundrechte aufgehoben werden, gültig bis 45. Hartes Vorgehen gegen jegliche Opposition, insbesondere gegen Kommunisten, zahlreiche Verhaftungen. So, da geht's weiter. Am 5. März die Reichstagswahlen mit 43,9% NSDAP. Regierungskoalition aus NSDAP und DNVP, insgesamt 51,9% und so weiter und so weiter. So, dann geht es ja darum, dass im Grunde ja alle Parteien damals vom Adolf verboten wurden. Und jetzt müssen wir in der Geschichte eigentlich ein kleines Stück weitergehen. Jetzt geht es im Prinzip um Deutschland von 45 bis 49. Das ist ja dieses Buch Daten der Geschichte. Und da wird die SPD wieder interessant. Also 5. Juni 45 Berliner Vier-Mächte-Erklärung. Und dann geht's los. Bam, bam, bam. 18. Oktober auf der Grundlage des Londoner Abkommens vom 8. August 45 bilden die USA, die Sowjetunion, Großbritannien und Frankreich einen internationalen Militärgerichtshof. 18. Oktober Anklage gegen die 22 Hauptkriegsverbrecher, darunter Göring und Streicher. Erster Nürnberger Prozess endet am 1. Oktober 46 mit 12 Todesurteilen. So, Göring tot, fertig. 46 bis 49, 12 Nachfolgeprozesse von amerikanischen Militärgerichten. 1945 Zulassung von politischen Parteien in den drei Westzonen. Reorganisation von SPD und KPD, Bildung von neuen Parteien, unter anderem CDU, CSU und FDP. In der sowjetisch besetzten Zone bilden sich unter anderem die CDU und LDPD. 22. April 1946, Vereinigung von SPD und KPD, Kommunistische Partei Deutschland. Unter sowjetischem Druck zur Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, SED. Die politische Dezentralisierung Deutschlands ist bis 1946 durch die Neugründung von Ländern in allen vier Zonen durchgeführt. Und diese SED-Geschichte, die kann man hier unten rechts sehen, hoffe ich, weil die SED, Sozialistische Einheitspartei Deutschland, wurde später das, was wir unter DDR kennen. Also SPD, KPD, Kommunismus, SED, Stasi. Einfach um diese Kette der Logik nochmal im Prinzip hinzubekommen. Ein Auto. So, im Januar 1947 Vereinigung der amerikanischen und britischen Besatzungszone gegen den Protest Frankreich und der Sowjetunion in die B-Zone zu einem einheitlichen Wirtschaftsgebiet. Es geht dann um die Luftbrücke, die Sowjet. So, CDU, Konrad, alle Militärregionen, Verabschiedung des 8. Mai 49, Verabschiedung des Grundgesetzes durch den Parlamentarischen Rat gegen die Stimmen von DP, KPD, Zentrum und 6 Vertretern der CSU, das am 23. Mai 49 verkündet und mit Ausnahmen Bayerns von allen Ländern ratifiziert wird. So, Deutsche Demokratische Republik. Mit der Gründung der DDR am 7. Oktober 1949 ist die deutsche Zweistaatlichkeit zunächst festgeschrieben. Dann geht es wieder weiter, Bodenreform. Dann kommt der Bergbau,
Im Mai 1947 Verstaatlichung des Bergbaus und Einberufung der Deutschen Wirtschaftskommission. Mit der Vereinigung von SPD und KPD zur Sozialistischen Einheitspartei Deutschland, SED, im April 1946 ist das politische Herrschaftsinstrument der Herstellung der späteren DDR geschaffen. Die Partei wird zur Kaderpartei unter Gleichschaltung von Parteien und Verbänden. SPD. Ne? Darum geht's. Morgen! Ruhig weitermachen, ich arbeite nur deutsche Politik auf. Ein schweres Thema. Ja, hat man viel zu tun. Ältere Generation. hat man viel zu tun, genau. Ja. Mir geht es auch nicht ums Bashen. Also noch einmal, mir geht es nicht darum, die SPD zu bashen. Mir geht es einfach nur darum, zu zeigen, wie es gewesen ist. Und die SPD ist und bleibt meiner Meinung nach nicht nur zweite Wahl, sie ist gar keine Wahl. Schlicht und ergreifend. Wir haben aus der Geschichte x-mal gesehen, wo es hinführt. Und es wäre einfach doof, wenn wir das jetzt schon wieder machen. Ne? Knacki Deluxe. Und jetzt gehen wir noch mal zu einem jüdischen Ehrenmal. Das haben wir hier auch in Hamm. Und da gucken wir mal, was sie da in Boden gemeistert haben. Ne?